Es gibt Neuigkeiten. Vor knapp mehr als einem Jahr bin ich in mein neues Tonstudio in Köln gezogen. Da hatten wir zuerst einen großen Raum. Ich wollte aber noch einen Aufnahmeraum haben. Das haben wir dementsprechend mit Trockenbau gemacht. Dann gab es irgendwann auch noch Licht in bunten Farben, also buntes LED-Licht, stehe ich total drauf. Dann hatten wir irgendwann Fenster und Türen. Die Decke war noch ganz wichtig. Da hat der Dennis Busch 3 fantastische Deckensegel gebaut, wo ich auch noch bunte LEDs eingebaut hatte. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Aber es geht weiter. Hi Stefan. Hi Tim. Ich bin total happy, weil neue große Zeiten anbrechen werden. Knapp anderthalb Jahre habe ich mein Studio in Köln. Das war nur eine Übergangszeit. Und jetzt hat sich das so mega geil ergeben, dass ich mit euch Galaxy Instruments ein neues Studio, ein Studiokomplex baue. Ja. Ja, es waren viele Zufälle. Ne? Wir haben ja schon vor einigen Jahren mal gesprochen, als du nach Köln gehen wolltest. Und da haben wir ja auch schon gesucht, weil unsere Situation ist, dass wir seit schon über 5 Jahren die Ankündigung bekommen haben, dass wir aus unseren jetzigen Räumen in Gottes Weg raus müssen irgendwann. Das Ganze in einem Wohngebiet weicht. Und seitdem waren wir mehr oder weniger auf der Suche und haben dann zum Glück nach langen Besichtigungen und verschiedenen Immobilien jetzt vor mittlerweile 2,5 Jahren was gefunden. Und das ist dann dieses Gebäude, was man hier sieht. Wir sind hier auf der späteren Terrasse. Hier soll irgendwann mal unsere Terrasse entstehen mit Südsonne, wo man dann schön morgens auch mal frühstücken kann. Und ja, das ist das, wo wir uns gerade im Umbau befinden und wo schon etwas passiert ist. Und ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal rein und gucken uns mal an, wie der aktuelle Stand ist. Super. Was auch unbedingt erwähnt werden muss für alle Besucher und Kunden: Wir sind nicht nur mega zentral hier, sondern wir haben auch eigene Parkplätze, was natürlich für die Gegend der Hammer ist. Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, super. Wir könnten sogar noch weitere Parkplätze dazu anbieten. Ich glaube sogar tagesweise, ne? Genau. Und wir sind hier direkt 5 Minuten fußläufig vom Klotwigplatz. Wir sind direkt an der Ulrepforte in Köln, also direkt an der alten Stadtmauer. Mit der Bahn, mit der Straßenbahn erreichbar, mit dem Auto aufgrund der Parkplätze gut erreichbar. Also eigentlich auch die optimale Lage. Und das war auch die große Challenge an der ganzen Immobiliensuche. Ja. Wir wollten was irgendwie in Südstadtnähe oder zumindest wir sind momentan in Zollstocknähe, Stadtnähe haben und nicht halt raus ins Gewerbegebiet gehen. Und das war halt die große Challenge und der weite Weg, um überhaupt was zu finden. Und ja, da sind wir jetzt halt mit der Lage auf jeden Fall fündig geworden. Top. Vielleicht schon der Hinweis, dass man sieht, was hier mal drin war. Also das sind ehemalige Büroräume der Telekom gewesen, die hier ein Technikgebäude betreibt. Und durch die Digitalisierung ist natürlich viel weggefallen und deswegen wurde Bürofläche frei auf einer Größe von mittlerweile ungefähr 260 Quadratmetern, die wir hier haben. Und wie du schon gesagt hast, also Galaxy Instruments, wir gehen mit rein, du gehst mit rein und der Marc Joggers, Filmkomponist, geht auch mit rein. Ja. Das ist ja eine super geile Ergänzung. Der Marc Joggers, der macht Musik für Dokumentarfilme. Genau. Ihr macht Softwareinstrumente, absolut state of the art, viele Sachen für Native Instruments, Sachen, die man kennt. Ja. Condor, Noir, Ryzen Hit, Shrill, alles Zeug, was ich nutze. Und da freue ich mich, weil das eine super geile Ergänzung sein wird. Ja, wir sind auch schon sehr drauf gespannt. Und unser Ziel war auch, wir gehen nicht mit unserem kleinen Team in irgendwelche Büroräumchen, was mit Sicherheit auch irgendwie gehen könnte, mit vielleicht einer mobilen Regie, die man reinbauen könnte. Aber dann bleiben wir halt unter uns. Und wir haben momentan eine Studio-Gemeinschaft, wo eher, ich glaube, 16 Personen immer mal wieder da sind. Und da ist einfach Leben in der Bude. Und das wollten wir beibehalten. Jetzt ist es ein bisschen kleiner geworden als ursprünglich geplant. Aber ja, es wird trotzdem Leben in der Bude sein. Ja. Da sind wir auch schon in der Lounge, im Aufenthaltsbereich. Da muss ich ja sagen, das war jetzt ja alles hier, eine einzige große Halle. Ja, ursprünglich waren das kleine Bürobereiche abgetrennt durch Sperrholzunterteilungen. Der Flur lag allerdings auf der Innenseite des Gebäudes und in dem Raum, in dem wir jetzt gerade sind, das war ein einzelner 30 Quadratmeter Raum. Hier stand ursprünglich mal eine Wand. Die wurde also schon weggemacht. Der Boden ist schon, Estrich ist schon schwimmend verlegt worden im Lounge-Bereich. Das wird alles ausgeglichen von der Höhe her. Ja.
alte Rohre in Wänden wurden schon weggemacht und wir haben halt schon die Flur-Außenwände gesetzt, wo dann die spätere Raum-in-Raum-Konstruktion reingearbeitet wird. Mhm. Gucken wir vielleicht mal. Ja, aber schauen wir nochmal schnell, wo sind wir jetzt eigentlich hier? Also das wird dann ja, der Lounge-Bereich sein, ne? Küche, Aufenthaltsbereich. Genau, Essbereich, aber auch halt für Gespräche. Es soll einen Tisch geben, auch mit einem kleinen Screen an der Wand, wo man auch mal eine Präsentation drauf werfen kann. Es soll einen Sofa-Bereich geben, es soll einen kleinen Tisch geben, vielleicht auch sogar auf Stehhöhe, dass man so ein bisschen E-Mails mal rückenschonend machen kann und nicht immer nur am Schreibtisch sitzt. Und es wird hier einen kleinen Edit-Arbeitsbereich geben. Wenn man hier um die Ecke geht, gibt es noch nicht so gut ausgeleuchtet, aber es gibt hier hinten einfach einen kleinen Teil. Ursprünglich fing die Fläche hier an. Hier war eine doppelflügige Glastür. Die wurde rausgenommen und wir haben eine komplette neue Brandschutzwand installiert, die halt noch mal ein bisschen mehr in Richtung Flur gegangen ist, um einfach den Platz zu nutzen. Später soll hier ein kleiner Edit-Arbeitsplatz sein, den man halt, wenn man ihn braucht, benutzen kann, der dann natürlich mit Kopfhörerarbeit passiert, weil er nicht abschließbar ist. Zudem soll halt hier Stauraum entstehen, vielleicht hier oben sogar auch irgendwie eine Decke eingezogen werden, dass man da auch nochmal was stauen kann, also dass wir einfach auch unsere Sachen auf unserer Fläche haben und nicht durch die Gegend laufen in irgendwelche Lager, die vielleicht feucht sind oder so, sondern dass wir eigentlich alles zentral zusammen haben. Ja, und jetzt sind wir hier schon im... Hier stehen wir vor der ersten Regie. Erste Regie, das ist die größte Regie. Genau. Und das ist eure, ne? Genau, das ist vom Uli die Regie, der Galaxy Instruments mit uns macht. Und ja, hier ist ein Fenstereinlass, damit er auch ein bisschen Tageslicht bekommen kann. Das weiß man nicht genau, wie man es ausgestaltet. Das war zuerst gar nicht geplant, ne, mit dem Tageslicht. Ursprünglich war da mal die Tür geplant, weil das hier doch ein abgeschlossener Raum sein sollte. Ja. Dann gab es aber doch Probleme auch in der Regie, wie sich das anfühlt, weil man dann direkt den Eingang auf den Tisch drauf hat und dann haben wir gesagt, gut, dann gehen wir doch mit der Tür nach hinten. Der Raum wird eher ein Bedarfsplatz sein, aber halt auch Lagerfläche. Man spart sich Lüftung für diesen Raum, Klimatisierung für diesen Raum, die komplette Schallschutzgeschichte Raum in Raum für diesen Raum, die Schallschutztüren, also da spricht man schon im Bereich von schnell 20.000 Euro, die das gekostet hätte, hier diesen Raum als geschlossenen Raum zu machen. Ja. Und trotzdem Kompromiss für die große Regie zu machen. Und deswegen haben wir gesagt, dann machen wir doch die große Regie richtig. Das wird eher ein Bedarfsbehelfsplatz. Genau, und dann gucken wir doch einfach mal hier rein. Das ist vielleicht lichttechnisch momentan noch etwas schwierig. Also das wird die größte Regie, die wir hier haben, nach vorne ausgerichtet. Hier wird ein Schreibtisch installiert, der dann auch entsprechend Racks bis zur Seite haben kann, weil halt hier dieser Eingang nicht passiert. Nach vorne ausgerichtet die Abhöre. An dieser Seite soll ein Fenster, entstehen. Größe ist noch nicht hundertprozentig ausgearbeitet. Wahrscheinlich so, dass man hier einen Meter ungefähr hat oder 1,20 Meter. Und dann hier auch noch so einen kleinen Knick, einfach um noch ein bisschen Tageslicht von der Seite zu bekommen. Und weil der Nebenraum als Multifunktionsraum auch für Aufnahmen gedacht sein soll und dass man halt einen direkten Sichtkontakt bekommt. Ja. Ansonsten der hintere Bereich, da wird Akustik installiert, da wird oben eine Abkofferung gemacht für diese gesamte Trasse, die nämlich nicht von uns ist, sondern die der Telekom gehört. Die muss also aus der Raumakustik rausgenommen werden. Wahrscheinlich kommt hier irgendwie ein Sofa hin, Schränkchen, Stauraum, Gitarren, was halt alles so anfällt. Genau, und das ist dann der erste Raum. Jawohl. Ich finde ja auch diesen Gang so schön, den wir jetzt gleich links haben, dass alle Studios durch einen großen Gang miteinander verbunden sind. Genau, die erste Regie, damit das mit der Akustik funktioniert und mit der Größe funktioniert, ist hier halt so eine kleine Verjüngung des Flurs. Die wird aber hier wieder aufgehoben. Da kommt man also, glaube ich, 20 cm weiter in den Flur rein. Dann geht es auf die Grundwand und dann kommen wir auch schon in den quasi Aufnahmeraum, Multifunktionsraum. Der ist deswegen nicht in einer symmetrischen Regieform angedacht. Die Idee war, das Ganze schön hell zu kriegen. Es gibt ein großes Fenster, es wird eine Schallschutztür geben, die mit Glasausschnitt versehen ist. Genau, ansonsten gibt es hier Arbeitsplätze. Es wird einen kleinen Arbeitsplatz in Fensternähe geben. Bei uns fällt ab und zu halt mal Editing an, dann brauchen wir mal wieder Support. Haben manchmal 2, 3 Leute zusätzlich da sitzen. Das ist für einen Zeitraum vielleicht von einem Monat und dann fällt das wieder flach. Dann
wird es hier einen Arbeitsplatz geben, der auch für uns mit der Instrumentenentwicklung zu tun hat. Und das Ganze soll akustisch so sein, dass man aber auch sagen kann, okay, Gesangsaufnahmen, Sprachaufnahmen, das kann man alles hier machen. Vielleicht auch Aufnahmen von kleineren Instrumenten, die hier passieren sollen. Theoretisch könnte man wahrscheinlich ein Drumset reinstellen, aber bei den Studiopreisen heutzutage geht man dann lieber dahin, wo es drauf spezialisiert ist und macht es dann halt da. Die schon fertig sind, ja. Genau. Genau, das ist also Ullis Reich eigentlich, diese beiden Räume. Dann geht es hier weiter. Zum Mark. Zum Mark, genau. Mark, das wird dann die erste Filmregie oder Filmkompositionsregie. Auch hier fürs Licht gibt es ein Oberlichtfenster reingesetzt. Es soll einen Glasausschnitt, glaube ich zumindest, geben für die Schallschutztür, die hier eingearbeitet wird. Ja, da hat ja Marc, genau wie ich, viel Wert drauf gelegt, dass wir Tageslicht haben. Beim Marc ist die Eingangstür ein bisschen anders. Die ist nicht mittig, sondern sehr weit an der Wand, weil ja hier dann noch sein Flügel steht. Genau, es gibt einen Yamaha C3 Flügel, der also nicht jetzt 2,70 Meter oder irgendwas ist, sondern ich glaube 1,90 Meter knapp. Der soll hier stehen, also bis zur Tür ungefähr wird er reichen, weil Marc als studierter Pianist auch sehr viel spielt, auch in verschiedenen Kombos gespielt hat und deswegen halt sein Instrument braucht auch zum Üben neben seinem Medienarbeitsplatz. Ne? Deswegen ist das so der Musikbereich für ihn in erster Linie mal. Und dann wird es halt auch den Abhörplatz geben, der sich dann hier befindet. Was wir momentan sehen als Unterteilung der Räume, das ist einfach nur Ständerwerk. Das ist Ständerwerk, was allerdings auf dem ursprünglichen Boden installiert ist. Und der Boden, den wir hier sehen, das ist halt schon schwimmend verlegter Estrich. Das ist von den Räumen jeweils getrennt. Das heißt, dieser Boden ist wirklich auch nur in Marks Raum, nicht mit dem Flur verbunden, nicht mit den Seitenräumen verbunden. Und auf diesen schwimmenden Estrich wird dann nochmal eine Innenschale gelegt und die hat dann nachher die entsprechende Regieform. Ne, weil man schon sieht, hier hat man so ein bisschen einen Winkel für die Schallführung drin. Der wird halt weitergeführt, dann gibt es hier vorne die Wand davor und hier gibt es dann symmetrisch die zweite Schallführung, die also auch ein Stück zur Seite geht, die jetzt noch nicht offensichtlich ist, weil die halt nicht zu der Außenwand gehört, sondern weil das dann die Innenschale ist, die konstruiert wird und dann entsprechend die Decke als Deckel, um das ganze Raum in raummäßig abzugrenzen. Das heißt, wir haben den schwimmend verlegten Boden, wir haben die elastisch gelagerte Decke, wir haben die Wände, die dann auf dem schwimmenden Estrich stehen und nichts davon ist fest verbunden mit dem ursprünglichen Gebäude. Das heißt, selbst wenn hier die Decke und der Boden vibrieren würden, dann schwingt halt der Raum für sich und ist erstmal abgekoppelt. Ja, mega wichtig, dass wir voneinander entkoppelt sind, gerade wenn wir viel mit Bässen arbeiten oder sowas, dass wir uns nicht gegenseitig irgendwie stören. Genau, aber wir sind trotzdem noch, ich sag mal, wir machen das auf einem sehr hohen Niveau, obwohl wir das vermutlich gar nicht so sehr brauchen, weil ne, du kennst das ja selber, du hörst ja jetzt auch nicht mit 100 dB ab und guckst halt, passt der Soundeffekt und ist der richtig dröhnend, sondern du hörst ja eher auf Fernsehlautstärke, so wie die Leute das nachher hören oder vielleicht dann mal Kinolautstärke, aber es ist jetzt nicht das Drumset, was in einem Raum steht und die ganze Zeit Gas gibt, 24 Stunden, sondern da sind wir, glaube ich, können ganz gut aufeinander Acht geben. Genau. Ja, dann geht's rüber in deinen Raum. Vielleicht erzählst du was an der Stelle dazu. Du hast es ja mit verfolgt in der Planung. Ich frage nochmal, Achim, wie sind wir mit der Laufzeit? Wie viel haben wir noch? 13 haben wir, 7 geht noch. Ja, super, da reicht doch. Ja, also mein Raum ist ja minimal kleiner als der von Achim. Was mir auch wichtig war, Tageslicht. Was ich ja total abfeiere, dass wir die Fenster nach draußen haben. Und ich hatte zuerst im Kopf, wir sind total stark im Subterrain, stimmt ja gar nicht. Ja. Sondern wir kriegen ja nicht nur Tageslicht mit, sondern wir sehen ja auch, was draußen los ist. Also wir sehen Bäume und ob es regnet oder schneit. Ja. Und deswegen war es mir wichtig, dass wir hier die zwei Glasscheiben haben. Da kommt auch eine Glastür rein. Ich finde es sogar auch ganz nice, dass jemand, der vorbeigeht, mal reingucken kann. Und für den Fall, dass ich sage, also da ist jetzt ein Projekt, wo der Kunde mal unbeobachtet sein möchte oder das darf keiner sehen, dann nimmt man einfach ein Plissé und zieht es nach oben. Genau. Ganz easy peasy. Also man hat die Möglichkeit, die Tür auf, ne, das Licht durchzulassen. Man kann aber natürlich auch das Ganze zumachen. Ja. Auch hier wohlgemerkt, es wird halt eine Innenschale nochmal geben. Das heißt, es wird etwas kleiner, als es jetzt ist. Eigentlich kann man sich das so vorstellen wie die Außenwände, die nochmal innen reingesetzt werden. Genau, weil hier auch noch was davor kommt. Ne? Also das wäre ja noch zu wenig. Aber auf beiden Seiten von diesem
Gerüst, da kommt ja noch was davor. Genau, da kommt das gleiche Gerüst eigentlich nochmal vor. Ne? Genau. Das sind 12,5 Zentimeter, die da hinkommen. Und wir haben hier unten, das sind eigentlich nur so Platzhalter, Rigipsplatten für den Estrich. Wenn der komplett ausgetrocknet, durchgezogen ist, durchgetrocknet, dann kann man die auch rausmachen. Ja. Dann ist der Estrich auch nicht mit diesem Ständerwerk verbunden. Und die Wände, die draufgesetzt werden, sind halt auch nicht mit dem Ständerwerk verbunden. Das heißt, man hat wirklich komplette Trennung. Und man hat auch nicht Schrauben, die durchgehen und sich dann doch mal hier reinbohren, sondern das ist alles voneinander getrennt. Jetzt haben wir ja nachher hier meine Regie. Da rechts geht es gleich in den Aufnahmeraum. Das ist zwar jetzt noch mit Ständerwerk voll, wird aber nachher wieder aufgebrochen. Und jetzt haben wir, glaube ich, hier schon die Vorbereitung für die Kabelschächte. Ist das richtig? Genau, das ist die Bodenwanne, die installiert ist bei dir. Die Bodenwanne geht einmal hier hinten in die Ecke, ja, weil wir auch hier wieder für die Symmetrie eine Schräge bekommen werden. Und das kann dann ein Serverraum, Rechnerraum werden, ne, wo man dann deine Elektronik reinpacken kann. Und da ist jetzt halt einfach vorne so ein Schaumstoff draufgesetzt. Dahinter ist ein Rohr, was da so ein bisschen reingedrückt ist. Und wenn das alles ausgehärtet ist, dann zieht man Schaumstoff raus. Dann hat man ein Rohr unter dem Estrich, was von der Ecke bis zur Bodenwanne geht. Mhm. Und dazu gibt es dann noch ein Rohr, was hier markiert bis zu dieser Wand läuft. Das heißt, wenn man diese Rigipsplatte rausnimmt, dann hat man unten im Estrich auch ein Rohr, was zu der Bodenwanne geht. Das ich habe schon gewundert, wo es ist. Genau, es ist dann für den Surround-Speaker. Ne? Genau. Und auf der anderen Seite haben wir das Gleiche auch nochmal. Das ist auch wieder hier grob angedeutet bis hierhin. Also wenn die Platte rausgeht, hat man hier unten auch nochmal ein Leerrohr. Und die werden halt alle zu dieser Bodenwanne geführt. Und dann kann man da die Kabel entsprechend durchführen. Ja. Das ist bei dir im Raum so, bei Uli im Raum ist es auch so, in den anderen Räumen nicht, weil wir die Verkabelung da etwas anders machen oder halt auch kürzere Wege zum Teil haben zur Wand und dann gesagt haben, da müssen wir nicht durch den Boden, da legen wir einfach das Kabel über den Boden, das ist dann ausreichend. Ja. Also viel Planung im Vorfeld. Was wir auch machen, ich bin noch auf 5.1, aber eventuell könnte irgendwann noch mal 7.1.4 kommen. Das heißt, wir haben mehr Lautsprecher hinten, wir haben viel in der Decke. Und für den Fall, dass es dann keine böse Überraschung gibt und wir mit Kabeln auf einmal hantieren müssen, die nicht da sind und Strom und Audio, wird das jetzt alles vorbereitet. Also das heißt, die Sachen werden noch nicht verbaut, aber die Kabel werden schon verlegt. Das ist jetzt kein großer Aufwand, weder zeitlich noch finanziell. Aber das im Nachhinein zu machen, wäre das ist echt unmöglich. Ne? Man kommt zumindest nicht mehr durch den Boden, sondern dann muss man auf dem Boden verlegen oder an den Wänden, an den Rändern lang mit so Kabelabdeckung. Das wird man dann alles sehen und so kann man es noch ziemlich unsichtbar verlegen, ne? Dass es nur an der Stelle rauskommt, wo es auch wirklich rauskommen soll. Genau. Okay, ja, du hast es ja gerade schon mal angesprochen. Vielleicht gehen wir tatsächlich den Weg auch so lang. Das heißt, wenn wir in deine Regie gehen und man dann feststellt, du hast eine Sprachaufnahme, dann ist es nicht der Multifunktionsraum auf der anderen Seite, wo aufgenommen wird, sondern es wird hier eine Glastür entstehen. Da wird das Ständerwerk noch ein bisschen gerückt, angepasst. Da geht man durch und kommt hier in den kleinen Sprecherraum, Aufnahmeraum. Ja, der ist immerhin noch größer als mein jetziger. Und, ja, genau. Auf der anderen Seite, wir teilen uns den. Ne? Wir teilen uns den, genau. Hast du den halben Raum, in Anführungszeichen. Natürlich, ne, guckt man halt, wenn Sprachaufnahmen sind, passiert hier nichts anderes. Die Grundidee ist, man kann kleine Instrumente aufnehmen, man kann Sprachaufnahmen, man kann ADR machen. Zudem wird es wahrscheinlich hier für mich so einen kleinen Schreibtisch nochmal geben, wo man auch wieder einen Ausweichplatz hat, wo jemand nochmal was schnibbeln könnte. Der Raum bekommt eine Lüftung, der Raum ist klimatisiert, das heißt, er wird schon auf einem hohen Standard gemacht. Die Türen sind Doppeltüren, damit die auch schalldicht geschlossen werden. Und wir haben den Zugang von meiner Regie. Und von deiner Regie, was auch wichtig genau, ist. Genau, von meiner Regie auch. Das kann man jetzt, muss man sich erstmal noch vorstellen, weil das zu der Innenwand gehört. Die Innenwände sind ja noch nicht gesetzt. Die Innenwand wird hier gesetzt, wo wir den Übergang im Boden haben. Das heißt, hier haben wir eine Dämmschicht und dann haben wir da im Sprecherraum den einen gegossenen Estrich und wir haben den anderen gegossenen Estrich, der dann meine Regie sein wird. Da wird es dann ja, ungefähr an dieser Stelle eine Doppelglastür geben. Das heißt, ich gehe von der Seite rein, du gehst von der anderen Seite rein. Mhm. Wir sind beide mit dem kleinen Raum verbunden. Durch diese Glasterrassentüren, die es werden, kriegt man zumindest das, was an Licht noch reingehen kann, auch da durch und muss dann nicht separate Fenster installieren oder irgendwas, sondern kriegt auch in gewisser Weise, müssen wir nochmal gucken, wie man sich arrangiert, aber man wird schon irgendeinen Sichtkontakt hinbekommen. Ja. Genau, und dann entsteht halt hier die Regie von mir, die ist im Gegensatz zu allen anderen Regien nicht
zur Innengebäudeseite oder zur Außengebäudeseite ausgerichtet, sondern ich gucke in diese Richtung. Das heißt, hier wird meine Abhöre stehen. Auf der linken Seite gibt es Outboard-Racks, auf der rechten Seite wahrscheinlich dann eher Instrumente, Keyboards. Rückwand kriegt ein Absorber verpasst. Und ich habe dann halt hier entsprechend meine Eingangstür, die auch einen Glasausschnitt haben wird, hat nicht ganz so viel Tageslicht, wäre aber sonst mit dem Equipment schwierig geworden, wenn ich gesagt hätte, hier mache ich auch noch eine große Scheibe rein, weil ich natürlich auch Absorption für die Akustik brauche. Die muss auch irgendwo angebracht werden, die wird man auch nicht vor die Scheibe setzen. Und was an Instrumenten kommt, genau, ist das gleiche Thema, ne? Dass man das auch irgendwo unterkriegt. Ja, und dann sind wir schon wieder im Flur. Hier sieht man auch noch mal, wie hoch dieser Bodenaufbau ist. Der ist nämlich ziemlich immens. Wir haben so im Schnitt 15 bis 18 cm schwimmenden Estrich. Es gibt also auch eine Stufe hier und wir haben hier dann unseren zweiten Eingang. Der musste auch zusätzlich gemacht werden. Der war ursprünglich nicht da. Der wurde hier reingestemmt. Diese Brandschutztür wurde gesetzt und hier ist man dann im zweiten Treppenhaus angekommen. Ja, das ist jetzt der aktuelle Stand. Was machen wir als nächstes? Als nächstes, wir sind gerade noch sehr in der Planung, was die Elektrik, was die Audio-EDV-Verkabelung angeht, was die Lüftung angeht. Lüftung ist eigentlich das größte Thema, dass man die Lüftung und die Klimatisierung der Räume schon mal vorbereitet, dann die Elektrik parallel mit vorbereitet und dann kommt der Trockenbauer, macht die abgehängten Decken rein, dann setzt er die Wände, dann kann man auch die Löcher machen für die Steckdosen und so weiter, dass man die auch an der richtigen Stelle in der Platte hat. Und dann sind die Räume zumindest erstmal Raum in Raum konstruiert, grundsätzlich soweit vorbereitet. Und dann geht es um den Innenausbau Lichter, dann geht es um die Böden, dann geht es um die Akustik, dann geht es um das Auskleiden des Lounge-Bereiches, dann geht es ums Streichen, ums Verspachteln der Flure und so weiter. Da hat ja jeder jetzt auch seine eigene Vorstellung, wie er den Raum akustisch haben möchte, wie es aussehen soll. Genau. Bei den Kabeln haben wir ja unglaublich lange telefoniert. Wir hatten mit dem Fritz Fey, der Architekt von dem Ganzen, hatten wir ganz lange Gespräche, weil das ganz wichtig ist, wo liegen die Kabel, denn Audio- und Stromkabel sollten ja möglichst nicht parallel irgendwie verlaufen oder denselben Kabelkanal nutzen und da muss man doch viel überlegen, denn auch da ist es so, wenn das im Nachhinein nochmal geändert werden soll, ist es sehr aufwendig und eventuell mit starken Kompromissen behaftet oder Qualitätseinbußen, wollen wir alles nicht haben. Also diese Vorbereitung, die nimmt doch unglaublich viel Gehirnschmalz in Anspruch. Ist aber wichtig. Bei mir im Studio hat man auch gesehen, da hing noch ein Plan für die Aufstellung von den Speakern. Das ist ja auch wichtig. Wohin soll dann... Genau, wo müssen die Kabel dafür langlaufen? Das sind diese ganzen Sachen und das ist halt... Die Vorplanung ist ein sehr großer Teil und es ist halt ganz wichtig, dass wirklich alles liegt und man nicht nachher sagt, ach, jetzt ziehen wir doch noch ein Kabel, wir machen noch mal ein Loch in die Wand. Weil zum Beispiel die Löcher, wenn ich jetzt durch die Innen- und die Außenschale gehe, würde ich niemals sagen, ich stoße gerade durch, sondern ich gehe an der einen Seite, an der einen Stelle rein und dann vielleicht einen Meter versetzt gehe ich an der anderen Seite raus, damit ich auch nicht den direkten Schallweg habe. Und darum geht es halt auch. Und wenn man das nachträglich machen würde, geht das natürlich nicht, weil ich kann ja nicht innerhalb der Wand eine Kurve machen und dann wieder an der anderen Seite raus, sondern dann müsste ich gerade durchgehen und das sind halt die Probleme, die wir dann vermeiden wollen, ne? Weil das dann wieder einen Einfluss darauf hat, wie viel hört man nachher im Nachbarraum, wie viel hört man im Flur und wie gut funktioniert der Raum eigentlich. Ja. Und wenn man einen großen Aufwand betreibt, will man natürlich ein bestmögliches Ergebnis kriegen. Also es bleibt spannend, es wird geil und wir halten euch auf alle Fälle auf dem Laufenden über die nächsten Zwischenschritte und natürlich auch, wie es dann nachher aussieht und klingt.